Bevor ich Kinder hatte, habe ich gerne am Samstag mehrere Stunden mit dem Putzen und Schrubben verbracht, denn der Anblick der sauberen und aufgeräumten Wohnung hat mich immer erfreut. Und die Wohnung blieb noch ein paar Tage sauber, bis der nächste Putzsamstag kam. Aber als ich Mutter geworden bin, habe ich schnell verstanden, Putzen, wenn kleine Kinder im Haus sind, ist doch wie Zähneputzen mit Schokolade im Mund. Ich habe schnell aufgegeben und einmal in der Woche kam zu uns eine Putzfrau und hat uns unterstützt. Und wieder habe ich verstanden, einmal in der Woche putzen und kleine Kinder funktioniert nicht. Höchstens 1 bis 2 Stunden nach der Putzfrau war die Wohnung sauber und danach landeten wir wieder im Chaos. Aber nur eine kleine Änderung hat mein ganzes Leben verändert. Zu mir kommt keine Putzfrau mehr und dennoch ist meine Wohnung stets aufgeräumt und sauber. Die Bäder glänzen immer, die Spielzeuge liegen nicht tagelang auf dem Boden und man kann immer gleich das finden, was man sucht. Ich würde sogar behaupten, bei uns ist es sauberer als bevor wir Kinder hatten. Was sind nun meine Geheimnisse? Das System. Ich habe Putzen systematisiert, in kleine Schritte aufgeteilt, in Routinen aufgeteilt und ich brauche nicht mehr als 2 Stunden in der Woche. Dabei ist meine längste Putzsession höchstens 1 Stunde lang. Es mag sein, dass ihr bereits das Flylady-System kennt, denn das habe ich nicht erfunden. Aber es hat mir enorm geholfen. Ich habe das für mich angepasst und ich zeige euch, wie ich dieses System für mich angepasst habe, für meine Familie, für meine Bedürfnisse und wie das mir geholfen hat, mein Haus wieder in Ordnung zu bringen. Das System besteht aus 3 Ebenen. Stell dir mal eine 3-stöckige Torte vor. Die erste Ebene sind tägliche Routinen. Das ist etwas, was wir von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr täglich machen. Die Routinen sind die Grundlagen des Systems. Als erstes musst du mit den Routinen anfangen. Und eigentlich die ganze Natur besteht aus Routinen. Die Sonne geht auf und unter, die Meere haben Flut und Ebbe. Es dreht sich alles im Kreis. Und so ist es mit Routinen und mit Hausarbeit. Man dreht sich immer im Kreis. Am Anfang hat es mich geärgert, aber man soll das einfach akzeptieren. Die Arbeit im Haus geht nie aus, es hört nie auf, du wirst nie fertig sein. Das ist einfach die Tätigkeit, die man immer wieder wiederholt. Man dreht sich im Kreis. Täglich mache ich 4 Routinen. Meine Morgenroutine beginnt mindestens 30 Minuten, bevor die Kinder aufstehen. Deswegen muss ich herausfinden, um wie viel Uhr ich aufstehen soll, damit ich mit meiner Routine fertig bin. Wenn du morgens noch duschst und Haare wäschst, dann musst du für deine Morgenroutine mit 1 Stunde Zeit rechnen. Geh zuerst ins Bad und bleib da, bis du alles erledigt hast. Wasche dein Gesicht, putze deine Zähne, dusche, falls du morgens duschst, mach dein Pflegeritual, Feuchtigkeitscreme auftragen, Sonnenschutz auftragen, ein bisschen Make-up, Wimperndusche, Augenbrauen, Lippenstift. Dann ziehe ich mich an. Das ist die Kleidung, was ich mir abends vorbereitet habe und das ist ein Teil der Abendroutine. Darüber spreche ich nachher. Nachdem du dich hübsch gemacht hast, mach auch das Bad hübsch. Putz es schnell, also Waschbecken und Toilette. Ja, du hast es richtig gehört. Das mag ja witzig klingen, aber wenn du täglich Toilette und Waschbecken putzt, dauert es höchstens 5 Minuten Zeit und ist immer und stets sauber. Ich nutze teilweise selbstgemachte Putzmittel. Ich mag einfach keine Chemiegerüche und mit Kindern ist es auch sicherer. Falls du mehrere Bäder hast, putze auch die anderen Bäder. Danach kannst du Badezimmer verlassen. Mach dein Bett. Wenn du dein Leben verändern willst, sollst du mit dem Bett anfangen. Wer erfolgreich sein will, braucht Rituale und das Bett ist ein toller Anfangspunkt und das ist ein Teil unserer Morgenroutine. Als nächstes geh in die Küche und räume die Spülmaschine aus, die du am Vorabend gestartet hast. In meinem Fall hat mein Mann das bereits gemacht. Nun kannst du dich mit der ersten Tasse Kaffee belohnen. Die Morgenroutine ist zu Ende. Gleich im Anschluss zur Morgenroutine gehe ich zur Wäscheroutine über. Ich starte täglich eine Ladung Wäsche gleich morgen früh. Wenn ich nachmittags wieder nach Hause komme, lege ich die Wäsche in den Trockner oder hänge sie auf. Die Kinderwäsche trockne ich in der Regel im Trockner.
Sobald der Trockner fertig ist und piepst, gehe ich sofort wieder runter, hole die Wäsche raus. Ich falte die, solange sie noch warm sind, und verteile sie gleich im Schrank. Ich musste mich am Anfang dazu zwingen, das zu machen. Aber seitdem ich das mache, habe ich keine Berge an Wäsche mehr. Keine Berge, die gefaltet werden müssen, und keine gefalteten Wäsche in den Kisten, die später in die Schränke eingeräumt werden müssten. Hier ist es sehr wichtig, den Prozess abzuschließen. Die Wäscheroutine endet erst dann, wenn gewaschene Wäsche wieder ordentlich zusammengelegt und in dem Schrank verstaut ist. Diese Routine hat für mich alles verändert. 2 Minuten, 3-mal am Tag schaue ich nach, ob etwas nicht am Platz ist. Das mache ich nach dem Frühstück, wenn ich wieder nachmittags nach Hause komme und vor dem ins Bett gehen. So stelle ich sicher, dass auch wenn die Sachen rumliegen, die Kinder haben etwas gelassen, spätestens abends liegt wieder alles am Platz. Normalerweise mache ich das gemeinsam mit den Kindern und sie sollen die Spielsachen auch aufräumen. An diesem Tag habe ich das für sie gemacht. Alleine wenn du nur diesen einzigen Tipp aus diesem Video implementierst, wirst du eine enorm große Veränderung sehen. Zumindest war das in meinem Fall so. Ich erzähle dir mal was. Zu mir kam die Putzfrau und die erste Stunde, wo die Putzfrau gearbeitet hat, habe ich parallel zu ihr aufgeräumt. Ich habe fast eine Stunde, wenn nicht mehr, gebraucht, um all die Sachen, die überall rumlagen, wieder zurück zu ihrem Platz zu bringen. Das war enorm viel Arbeit, Anstrengung. Es hat ewig gedauert. Ich war nur genervt, weil eigentlich wollte ich meine Zeit sparen in der Zeit, wo meine Putzfrau da war. Aber ich habe meine Zeit nicht gespart, weil ich einfach parallel zu ihr aufgeräumt habe. Alleine diese Kleinigkeit hat mein Leben verändert. Nun muss man natürlich wissen, wo die Sachen hingehen. Das heißt, im Vorfeld, wenn du völliger Chaos hast, natürlich musst du dir festlegen, an diesem Platz werde ich das und das aufbewahren, an diesem Platz werde ich das und das aufbewahren. Jede Sache, jedes Ding in deinem Haus muss ein Haus haben, eigenes Haus. So sage ich den Kindern, wo ist das Haus für diese Puppe? Wo ist das Haus für dieses Auto? Und genauso für meine Sachen muss man erstmal die Häuser definieren, wo diese Sachen wohnen werden. Und dann, wenn du diese 2 Minuten Cluttercheck machst, gehst du ganz schnell zu diesem Platz und bringst du die Sachen dahin. Nach dem Abendessen beginnt nun die Abendroutine. Alle bringen Geschirr in die Spülmaschine. Jedes Kind, der laufen kann, kann seinen Teller in die Spülmaschine bringen. Dann räume ich die Essensreste in den Kühlschrank ein. Danach wasche ich die Töpfe und Pfannen, räume alle Sachen von der Kücheninsel weg und stelle sicher, dass die Küchenoberflächen sauber sind und wische die Tische und die Küchenoberflächen. Danach starte ich die Spülmaschine und zum Schluss wasche ich die Spüle. Das ist ein zentraler Punkt im Flylady-System. Wenn du bereits das System gemacht hast, weißt du, wie wichtig es ist, die Spüle sauber zu halten. Und wenn man die Spüle täglich macht, wird sie ja nicht so dreckig und man braucht nur noch ein paar Minuten Zeit abends, um die wieder sauber zu wischen. Dadurch, dass ich Roboter habe, der auch den Boden saugt und nass wischt, brauche ich den Boden nicht zu machen. Wenn du aber keinen Roboter hast, solltest du das noch zu deiner Abendroutine hinzufügen. Die Böden kehren oder nass wischen. Früher habe ich Post-its überall verteilt, die mich erinnern sollten, welche Routine ich tun muss. Nun, irgendwann gewöhnt man sich an diese Zettel und beachtet diese nicht mehr. Kennst du das? Nun habe ich aber eine viel bessere Lösung. Ich habe einen persönlichen digitalen Coach gefunden, der stets in meiner Tasche ist und mir dabei hilft, dauerhafte Veränderungen in mein Leben zu implementieren. Die App Fabulous hilft dir dabei, neue Gewohnheiten aufzubauen, indem die Gewohnheiten in kleine Schritte und Reisen aufgeteilt werden. Auf der Reise geht man in Babyschritten voran und baut Tag für Tag neue Gewohnheiten auf. Die erste Reise dreht sich darum, eine gesunde Morgenroutine aufzubauen, um sich auf einen erfolgreichen Tag vorzubereiten. Man startet mit dem Wasser und bekommt täglich Erinnerung, direkt nach dem Aufwachen Wasser zu trinken.
Im Laufe der Zeit werden weitere Gewohnheiten aufeinander aufgebaut und die App begleitet dich durch Erinnerungen und inspirierende Lektionen auf deiner Reise. Es gibt aber die Möglichkeit, den Gewohnheiten-Tracker zu nutzen und aus über 100 empfohlenen Gewohnheiten zu wählen oder eigene zu kreieren, bis man eine perfekte Morgenroutine hat. Ich habe mir die Putzroutine hier hinzugefügt und werde stets um angegebene Uhrzeit erinnert, dass ich meine Putzmorgenroutine machen soll. Mit Fabulous Premium kann ich beliebig viele Gewohnheiten in meine Routinen einbauen und anpassen und neu kreieren und an allen Programmen wie zum Beispiel Sphären teilnehmen. Auch Challenges sind super motivierend und es macht Spaß, sich selber eine Herausforderung zu stellen. Ich mache zurzeit Challenge Sport am Morgen und möchte mir langfristig angewöhnen, täglich in Bewegung zu bleiben. Im Bereich geführte Aktivitäten findet man Unterstützung in alltäglichen Aktivitäten, an die man sich vielleicht noch nicht getraut hat. Meditation zum Beispiel wird einfach gemacht, indem es geführt wird. Und alles, was man tun muss, sich zu entspannen und zuzuhören. Wenn du dein Leben dauerhaft verändern möchtest, kann Fabulous zum idealen Begleiter werden. Die ersten 100 Personen, die auf den Link klicken, bekommen 25% auf Premium-Abo. Und danke an Fabulous, die das Video gesponsert haben. Wenn du mit der ersten Ebene durch bist, das implementiert hast, das sitzt bei dir, dann kannst du mit der zweiten Ebene anfangen. Versuch das nicht alles gleichzeitig zu machen, wenn du das System machst. Das ist überwältigend. Schritt für Schritt, kleine Schritte. Auf Flyerlady Homepage gibt es sogar Baby-Steps, einen Monat lang, wo du jeden Schritt einzeln implementieren kannst. Dadurch, dass mein System etwas angepasst ist, ich mache das nicht so ganz genau wie die Flyerlady, ist es etwas anders. Aber vielleicht nimmst du was mit. Ich würde mich freuen. Schreib in Kommentaren, ob dir irgendwas von diesem System gefallen hat. Wir sind jetzt zweite Ebene, wöchentliche Routinen. Etwas, was du jede Woche machst. Jeden Montag machst du die gleiche Sache, jeden Dienstag, jeden Mittwoch und so weiter. Also ich mache nur an 4 Tagen in der Woche etwas und das kannst du so anpassen, wie es dir passt. Ne? Zuerst die größte Sache, die auch ziemlich wichtig ist, finde ich, für das Haus, ist Weekly Home Blessing Hour, wie das Flylady nennt. Ich sage wöchentliche Putzroutine. Dafür brauche ich 1 Stunde. Ich habe 140 Quadratmeter Haus und 1 Stunde reicht mir aus. Dafür musst du unbedingt Timer nutzen. Du kennst sicherlich das Parkinsonische Gesetz. Die Arbeit dehnt sich in genau dem Maße aus, wie Zeit zu ihrer Erledigung zur Verfügung steht. Also, gib dir nur so viel Zeit, wie du hast und für das Putzen aufbringen möchtest. Und das Flylady-System gibt vor, wie viel Zeit man für bestimmte Aufgaben braucht. Mit dem Timer kannst du um einiges viel mehr erledigen als ohne Timer. Glaub mir, ich war erstaunt, was ich alles schaffen konnte, nachdem ich Timer genutzt habe. Sobald Timer ausgelöst wird, gehe ich zu der nächsten Aufgabe über, egal ob die vorherige Aufgabe abgeschlossen ist oder nicht. Es gibt nur 6 Aufgaben. Für jede Aufgabe hast du 10 Minuten Zeit. Ich habe das anders aufgeteilt wie die Flylady. Ich mache nicht 10 Minuten pro Aufgabe, ich mache das wie folgen. Spiegel, 5 Minuten Zeit. Dabei machst du nur die Flecken, nicht den ganzen Spiegel. Ich nutze hier auch herkömmliche Mittel und zwar einfaches Wasser. Das wirkt Wunder. Ich nutze auch so einen Lappen und mit dem Lappen und Wasser kann ich Spiegel ziemlich sauber halten und ich brauche keine weiteren Mittel mehr. Ich werde das nur dort putzen, wo ich Fingerabdrücke sehe. Normalerweise auf der Ebene von Kindern. Noch eine kleine Aufgabe, Müll. Du kannst Müll aus allen Mülltonnen entleeren und neue Tüten reinlegen. Staubwischen dauert auch 10 Minuten. Hier nutze ich diesen Staubwedel aus Straußenfeder. Der ist super gut, sehr effizient und mit dem kann man sehr schnell Staub wischen. Danach schüttest du den einfach draußen aus. Nächste Aufgabe ist Bettwäsche frisch beziehen. An diesem Tag, wo du Wohnungsputz machst, brauchst du dein Bett gar nicht zu machen. Stattdessen ziehst du die Bettwäsche ab und legst die gleich in die Waschmaschine. Und das ist dein Waschgang für diesen Tag. Ich lege die Wäsche danach gleich in den Trockner und wenn Trockner durch ist, kann ich die gleich wieder neu beziehen. Somit muss ich nicht die Wäsche zusammenlegen, wieder in den Schrank verräumen. Ich spare mir die Zeit. Für die Bettwäsche frisch beziehen kalkuliere ich auch 10 Minuten Zeit.
Danach kannst du schnell staubsaugen. Ich mache das in 15 Minuten. Und hier gilt auch die Regel, nur dort saugen, wo es wirklich nötig ist. Normalerweise sind es Bereiche wie Eingangsbereich, Wohnzimmer, Küche, Bäder natürlich und vielleicht Bereiche neben dem Bett, vor dem Bett. Ich mache natürlich auch noch unter dem Bett, obwohl ich einen Roboter habe und der fast täglich läuft. Manchmal brauche ich trotzdem ein bisschen Unterstützung, aber ich schaue, dass ich in 15 Minuten fertig bin. Und das ist wirklich möglich, wenn du dich an diesen Timer dran hältst. Genauso mit Nasswischen. 15 Minuten, nicht mehr. Wenn du dich dran hältst, wirst du staunen, wie viel schaffst du in 15 Minuten. Du wirst wirklich staunen, wie schnell das alles gehen kann, wenn man einfach ein bisschen schneller arbeitet. Hier wird natürlich was abverlangt, man ist schnell. Betrachte das auch als eine Sportstunde. Man soll ja ziemlich schnell sein, um in der Zeit zu bleiben. Aber dafür wirst du nach einer Stunde fertig sein und du wirst dich mit einem schönen Getränk belohnen. Fürs Bodenwischen habe ich dieses System von Lifehide, was ich auch ziemlich praktisch finde, da ich den Waschlappen gar nicht berühren muss. Diesen Wochenputz mache ich in der Regel am Samstag, da ich unter der Woche einfach keine Zeit dafür habe. Aber wenn du vielleicht zu Hause bist, in der Elternzeit, kannst du diesen Wochenputz am Montag machen. Das ist etwas, was auch Fly Lady vorschlägt. Wenn es dir aber nicht passt, kannst du das natürlich anders arrangieren. Ich habe für mich den besseren Tag gefunden und das ist in meinem Fall Samstag. Am Freitag ist bei mir ein Planungstag für die nächste Woche. An diesem Tag plane ich das Menü für die ganze Woche. Ich schreibe die Einkaufsliste, denn am Samstag geht mein Mann einkaufen, währenddessen ich den Wohnungsputz mache. Ich plane auch meinen Kalender, ich checke die Termine für die nächste Woche und überlege, was in der Woche ich erledigen werde. Vielleicht gehen meine Kinder zu einem Kindergeburtstag und wir brauchen noch ein Geschenk. Das kann ich natürlich in die Einkaufsliste mit einplanen und mein Mann erledigt das dann am Samstag. Am Donnerstag ist der Tag, wo ich etwas erledige. Wenn ich irgendwelche Termine habe, versuche ich das immer auf Donnerstag zu legen, am Donnerstagnachmittag. Die Kinder sind beim Sport mit Papa und da könnte ich vielleicht Zahnarztbesuch machen oder ich gehe dann zur Post und versuche die ganzen Termine zu bündeln, an einem Tag zu erledigen. A, spart es mir enorm viel Sprit. B, spart es mir enorm viel Zeit. Ich muss nicht ständig hin und her fahren, sondern wenn ich schon mal in der Stadt bin, dann gehe ich zur Post, dann gehe ich zum Zahnarzt, dann gehe ich vielleicht kurz einkaufen, Brot kaufen, weiß was ich. Es klappt natürlich nicht immer, aber versuche die Tätigkeiten zusammenzulegen. Zeitmanagement-Tipp Nummer 1. Am Montag, da habe ich Auto und Tasche. Das heißt, im Auto schaue ich nach, was einfach rumliegt. Da sind bestimmt Sachen von den Kindern meistens. Vielleicht auch irgendwelche Kaffeebecher, die entsorgt werden sollen. Oder habe ich mal meinen Kaffeebecher vergessen oder die Flaschen. Ich sammle alles ein und stelle sicher, dass Auto sauber ist. Ich würde auch die Teppiche ausschütten. Ich fahre natürlich nicht jeden Montag zur Waschstraße, aber Montag ist der Tag fürs Auto und das ist der Tag, wo ich mein Auto reinige. Und das gleiche gilt für die Tasche. Einfach alles rausholen, schauen, was noch nötig ist, irgendwelche Zettel, Belege, die nicht mehr nötig sind, einfach wegschmeißen, 5 Lippenstiften wieder rausholen und schauen, was man wirklich braucht und einfach in Tasche wieder Ordnung herstellen. Wenn du die ersten zwei Ebenen implementiert hast, kannst du zu der dritten Ebene übergehen und das ist etwas, was wir monatlich machen. Du hast deine Wohnung oder dein Haus und du kannst dieses Haus in 5 Zonen aufteilen. Normalerweise hat ein Monat 5 Wochen, natürlich nicht vollständige 5 Wochen, aber über 5 Wochen erstreckt sich ein Monat und du hast 5 Zonen. Und jede Woche ist eine Zone dran. Die erste Zone beginnt am ersten Tag des Monats. Ich gebe dir ein Beispiel. Jetzt ist der Monat Juli. Der 1. Juli ist am Freitag angefangen. Am Freitag ist dann die Zone 1 fällig. Die Zone 1 geht bis Ende der Woche. Also in der Zone 1 verbringe ich in diesem Monat im Juli nur einen Tag.
Nächste Woche ist Zone 2, ab dem 11. Juli ist Zone 3, ab dem 18. ist Zone 4 und ab dem 25. ist Zone 5. Und ab dem 1. August haben wir wieder die ganze Woche, wo wir in der Zone 1 arbeiten werden. Und so läuft es, also im Prinzip kannst du sehen, dass manchmal die Zone 1 oder die Zone 5 wird etwas kürzer ausfallen, je nachdem wie die Monate sind, aber man arbeitet trotzdem ein paar Tage in diesen Zonen. Was macht man in der Zone? Hier hast du wiederum 15 Minuten Zeit. Nutze den Timer. Immer bitte mit dem Timer arbeiten, weil sonst erstreckt sich deine Putzroutine auf mehrere Stunden und das wollen wir vermeiden. 15 Minuten Zeit, wenn du nicht fertig bist, lass das. Morgen, am nächsten Tag kannst du weiterarbeiten. Ich arbeite 4 Tage in der Woche in der jeweiligen Zone. Du kannst es so aufteilen, wie du das magst. Ich glaube, Fly Lady macht sogar 5 Tage in der Woche. Ich weiß es nicht ganz genau. Für mich ist es 4 Tage in der Woche. Insgesamt ist es eine Stunde in einer Zone. Und das reicht völlig. Meine Zonen sind folgende. Zone 1, Eingangsbereich, Keller, das kleine Bad und Gästezimmer. Zone 2, Küche. Zone 3, Esszimmer und Wohnbereich. Zone 4, Schlafzimmer und großes Bad. Und Zone 5 sind Kinderzimmer. Diese Woche bin ich zum Beispiel in der Zone Küche und muss mal wieder die Dunstabzugshaube reinigen. Überleg mal, was du alles in einer Zone reinigen würdest, wenn du einer Putzfrau einen Auftrag geben würdest. Schreibe dir die Sachen auf. Solche Sachen wie Türen, Lichtschalter, Sockenleiste, Dunstabzugshaube, Fenster. All das kommt dran, wenn du in dieser Zone bist. Mache eine Liste und dann kannst du die Liste abhaken, wenn du in dieser Zone bist. Wöchentliche Putzroutine im Haus, diese eine Stunde, die ist nicht wirklich gründliche Reinigung. Ja, du machst ein bisschen Oberflächen, du machst nur die Sachen, wo man am meisten sich aufhält. In der Zone kann man gründliche Reinigung machen. Wie ich bereits erwähnt habe, ich arbeite nur 4-mal in der Woche in der Zone. Am Dienstag habe ich meinen freien Tag, also bin ich am Montag, am Mittwoch, Donnerstag und Freitag in der Zone. Somit verbringe ich in der Woche eine Stunde in der Zone und zusätzlich dazu kommt eine Stunde für Wochenputz. Zusätzlich hat man natürlich Routinen, die ich ja euch beschrieben habe, aber eigentlich auch ohne dieses System hätte man die Routinen nur mit dem System. Hat man einen besseren Überblick und hat man einfach Struktur, an die man festhalten kann und die dich dazu bringt, in kleinen Schritten dein Haus wieder in Ordnung zu bringen. Wichtiger Punkt, Perfektionismus musst du zur Seite legen. Es wird nicht funktionieren, dass du alles perfekt machst. Dadurch, dass du Timer hast, also nur begrenzte Anzahl an Zeit und du musst in dieser Zeit fertig sein. Deswegen kann es nicht perfekt sein. Aber lass das. Es ist besser, irgendwas zu machen, als perfekt zu sein. Und mit der Zeit, je öfter du diese Sachen machst, umso sauberer wird es aussehen. Wenn du jeden Tag Toilette putzt, auch wenn du nur 5 Minuten dafür brauchst und verwendest, wird es viel sauberer sein, als wenn du einmal in der Woche 30 Minuten dran bist. Also das System finde ich toll, das hat mein Leben verändert und ich hoffe, das wird dir auch was bringen. Schreib mir gerne in den Kommentaren, ob du was mitnehmen kannst für dein Zuhause. Teil dieses Video mit deinen Freunden, abonniere meinen Kanal, wenn du noch nicht Abonnent bist und ich freue mich, dich in einem nächsten Video zu sehen. Tschüss!